Schaut euch mal diesen Bären an. Er hat riesige Hoffnungen. Er möchte den Sprung schaffen. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Scary Sunday. Heute gucken wir uns mal FNAF 6 an. Das hier ist ein offizielles Spiel, was ich damals, als es vor 54 Jahren rauskam, nicht spielen konnte. Und jetzt hole ich das nach. Ja gut, ich meine, FNAF ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es die besten Grafiken hat. Aber ich meine, das hier ist schon ein bisschen... Naja, egal. Wir gucken einfach mal. Es geht hier, glaube ich, darum, dass man sich eine Pizzeria zusammenbaut. Und darauf habe ich Bock. Ich habe gerade vorhin Pizza gegessen. Also bin ich perfekt in Stimmung für dieses Spiel. Also machen wir uns mal eine leckere Pizza. Peperoni, Würstchen, Zwiebeln, Pilze, Oliven, Pfeffer. Da fehlt doch nur noch die Ananas, oder? dann gehe ich mal in die Pizzeria. Leute, was ist das? Was habt ihr mir vorgeschlagen? Runde 1. Ich kann hier die Pizzas einsammeln und... Ich werf sie den Kindern ins Gesicht. So sieht's aus. Esst meine Pizza, Kinder. Los, gesunde Pizza. Pizza mit Vitaminen. Yeah, Runde 2. Das ist wahrscheinlich das ganze Spiel, oder? Hier, nimm meine Pizza. Und sterb dran. Hab ich jetzt einen Freund? Willst du auch Pizza? Warum folgst du mir? Ach, er fängt die Pizzas ab, die ich versuche den Kindern zu geben. Ich kann ihn aber blockieren, guck mal. Yeah! Du kannst mich nicht davon abhalten, mein Bruder. Ist das Shadow Freddy? Oder ist das einfach nur ein bescheuerter Typ? Oh, was? Runde 4? Nee, doch nicht. Es gibt keine Runde 4, oder was? Okay, das Spiel glitscht. Leute, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Mama! Ich meine, es ist für mich nichts Neues, ne? Und ist es abgestürzt? Nee. Oh, hi! Du hast auch schon besser ausgesehen. Warte, wie hast du nochmal? Baby, ne? Okay, ist das hier ein Vorstellungsgespräch oder sowas? Ja, was sind ihre Qualifikationen, ne? Haben sie schon mal gearbeitet überhaupt? Oh! Puh, das hat mich jetzt erschreckt. Ach so, es geht hier tatsächlich um Mitarbeiter, ne? Also, ja. Dann erzählen sie mal ihren Lebenslauf. Oder das, was passiert ist, bevor sie ihr Gesicht aufgekratzt haben. Ich hab hier was zum Aufnehmen. Frisst du mich gleich auf? Okay, warte. Nee, hör auf, das abzuspielen. Ich muss gucken, wie die reagiert. Ich muss gucken, ob die noch lebt, ne? Das ist es hier. Warte, kann ich hier was ankreuzen? Ja? Nein? Nicht sicher? Ich weiß nicht. Die geht doch gleich auf mich los und dann verspeist sie mich zum Frühstück. Ich sehe doch, wie hungrig die ist. Oh, das gefällt mir gar nicht, Leute. Das ist das schlimmste Bewerbungsgespräch, das ich je hatte. Hör auf mit diesen Geräuschen! Spiel lieber ein Dufix-Video ab. Wenn sie lacht, dann lebt sie noch. Und wenn sie nicht lacht, dann ist sie ein normaler Mensch. Vor allem ist das Spiel vom kleinen, netten Pixelspiel in dieses... 2, 1. Und damit sind wir jetzt in diesem Pizzeria-Simulator drin. Ich glaube, das war so eine Art Vorspann oder sowas. Es zeigt auf jeden Fall, dass dieses Spiel nicht das ist, was man denkt, ne? Ja, was genau geht hier eigentlich schon wieder ab? Ich bin bereit. Mal gucken, wie viel Geld wir haben. $100, wow. Das reicht bestimmt, um eine Pizzeria aufzubauen. Oh, jetzt kann ich mir hier Sachen kaufen für meine Pizzeria. Na, was haben wir da? Pappbecher der Marke Langweilig. Farbige Pappbecher der Marke Langweilig. Ein Stück Holz. Ach so, das ist eine Bühne. Aber warte, ich kann Animatronics kaufen. Haha, wie geil, ich will Animatronics kaufen. Ja, ich will eine Pizzeria bauen mit ganz vielen Animatronics, die dann die Kinder töten. Okay, wir kaufen erstmal diese Pappbecher. Und, ich weiß nicht, was ist das hier? Der Typ, der diesem Eimer ein Gesicht aufgemalt hat, hat definitiv Hobbys. Ich kaufe noch einen Ventilator. Und ein Swimmingpool mit Enten. Ich würde mir ja gerne noch mehr kaufen, aber ich habe kein Geld mehr, also, ja, das YouTube-Money ist hier nicht am Start. Ach, das ist doch wunderschön, Leute. Ich wollte schon mein Leben lang eine eigene Pizzeria haben. Das wusstet ihr vielleicht nicht. Ich will die beste Pizzeria machen, Leute. Die allerbeste Pizzeria will ich aufbauen. Unsere Animatronics werden niemanden beißen. Und wenn ja, verlieren die Leute nur die Hand oder den kleinen Finger. Wir haben direkt schon Werbeangebote. $250? Oh, hätte ich das nicht machen sollen? Jetzt haben wir hier diese Banner rumhängen. Ach, ist ja egal. Aber jetzt kann ich mir mehr Sachen kaufen. Wo ist noch so ein Spielautomaten? Und, ach verdammt, ich habe schon wieder zu wenig Geld. Wir müssen erstmal die Sachen platzieren, die ich jetzt gekauft habe. Wir haben einmal das und einmal hier die Spielkonsole. Also ein Fass mit 3 Ballonen dran. Das wird bestimmt viele Leute anlocken. Warte, ich kann die Sachen auch testen. Mach dich bereit. Los!
Wow, yeah, was für ein cooles Spiel. Okay, ich kann auch diese Dinger hier testen. Ach, ich muss mir drei Enten aussuchen. Ja, ich wähle. Ja, welche wähle ich denn? Die sehen ja alles unterschiedlich aus, ne? Kann man sich ja gar nicht entscheiden. Okay, hier. 100, ist das gut? Nochmal 100 und nochmal 100. Das Spiel ist echt so komisch. Und dann haben wir hier das hier noch. Darauf freue ich mich jetzt. Okay, wir sind dieses kleine Mädchen und wir müssen Früchte suchen. Denn Früchte sind gut für die Gesundheit, wie wir alle wissen. Und da ist ein Hase, der ist gar nicht creepy oder so. Oh, what? Da war so ein Gesicht. Okay, wow, cool, yay. Oh, da ist das Mädchen schon wieder. Das macht mir irgendwie Angst. Oh, jetzt bin ich schnell. Yeah. Oh, hey, okay. Geh weg, lass mich in Ruhe. Du bist eine Dämonin, ich weiß es. Nein, die Zeit läuft ab und ich habe es nicht geschafft. Ich habe nicht mal ansatzweise alle Früchte. Nein, Spiel, bitte nicht. Bitte nicht, Spiel. Bitte nicht, Spiel. Nein. Oh, Zeit vorbei. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber ich bin immer noch motiviert, um mir hier eine richtig gute Pizzeria aufzubauen. Ach, ich habe noch 7 Runden. Also ich kann noch 7 Sachen machen. Habe ich das richtig verstanden? Dann putzen wir mal den Pool als erstes, weil ich glaube, ein Mitarbeiter hat da reingekackt. Das muss natürlich gesäubert werden. Nicht, dass die Leute da noch Kackestückchen daraus angeln. Diesmal habe ich mehr Glück. 100. Hä? Haben alle 100? Was ist überhaupt der Sinn? Was soll das Spaß machen? Ich glaube nicht, dass das die Kunden anlocken wird. Die Kunden wollen leckere Pizza. Die wollen nicht so einen Swimmingpool voll mit vollgekackten Enten. Ach egal, ich mach das nochmal. Das ist am lustigsten. Der Ballonaufsammelsimulator. Guckt euch das mal an, Leute. Guckt euch dieses krasse Gameplay an. Ich drücke eine Taste und das Spiel ist fertig. Und ich habe $100 bekommen. Dafür, dass ich einen Ballon aus dem Fass geholt habe. Aber ich will dieses Spiel nochmal spielen. Wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Ich will aber nicht dieses Mädchen nochmal sehen. Ja, genau dich meine ich. Machst mir Angst, Junge. Ich habe in die Hose. Ich habe reingekackt. Und zwar ziemlich fett. Oh nein, wer putzt denn das alles nur? Oh scheiße, ich hab jetzt auch noch reingepisst. Ich gehe durch das ganze Feld durch, yeah boy. Oi, 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 Mama Mia, guckt euch das mal an. Ich muss alle Früchte essen, wisst ihr Leute? Ich bin früchtesüchtig. Ich will alle Früchte auf diesem Planeten essen. Und wenn ich nicht alle Früchte bekomme, dann schreie ich, okay? Dann schreie ich richtig, richtig rum. Später. Ich gehe so gerne schwimmen. Und zwar in der Toilette, denn da ist das Wasser so warm. Oh ja, das macht so Spaß. Und ich werde dann auch ganz nass. Aber das Witzige ist, dass es meine eigene Pisse ist. Yes, ich hab's geschafft. Und? 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 Wow. Ja, es hat nichts gebracht, oder? Oh, es hat was gebracht. Der Hase blutet jetzt. Und sie lacht nicht mehr. Das Mädchen lacht jetzt nicht mehr. Das hast du verkackt, ne? Oh, warte, wir können jetzt das Haus vergrößern. Yeah! Und hiermit erkläre ich meine Pizzeria für eröffnet. Hier gibt es die beste Pizza, die sie je gesehen haben und je gegessen haben. Okay, das sind die Animatronics, die wir momentan kaufen können. Ein paar Stöcke, zusammengebunden mit einem Seil, mit Backhandschuhen und einem Eimer auf dem Kopf. Oder eine Mülltonne mit einem Ballon. Oder ein Staubsauger mit Augen. Alter, das ist nicht euer Ernst, oder? So, jetzt will ich meine Animatronics platzieren. Hier, bam! Seht euch das an, Kinder! Das ist Mr. Müller. Mr. Müller. Habt Spaß mit ihm, ich bin mal kurz weg. Also ich weiß auch nicht, was das ist. Nee! Nee, das war nicht im Vertrag drin, das habe ich nicht unterschrieben. Ja gut, das ist ein FNAF-Spiel, also. War es eigentlich logisch, aber nein, ich will wieder zurück, ich will in meine Pizzeria. Was ist das für ein Clown, ist auch in diesem Spiel? Oh mein Gott, ich habe sogar Werbung wegen dem Dings, was ich angenommen habe. Oh Gott. So wie es aussieht, muss ich hier den ganzen Bürokram machen, während links und rechts von mir Sachen aus den Schächten kommen können. Ich weiß jetzt nicht, ob Mr. Müller mich hier attackiert. Aber wenn er es tut, dann werde ich ihm den Arsch versohlen. Darauf kann ich wetten. Ist schon irgendetwas aktiv hier? Ich weiß es nicht. Egal, ich bring's kurz hinter mich und dann gehen wir, okay, Leute? Aber eigentlich arbeite ich hier gar nicht. Psst, das dürft ihr aber nicht am Chef sagen, okay? Eigentlich chill ich hier ein bisschen, esse Nachos und spiele Rocket League. Ich kann auch die Ventilation ausmachen. Ah, okay. Oh, ich habe vergessen, dass ich vor 2 Sekunden gefurzt habe. Am besten machen wir da wieder an. Das war mein erster Arbeitstag. Woo! Bitte nicht. Sag nicht, dass ich wieder in einem Forst... Nein! Wow! Da war ein Zell! Ah! Hilfe!
Wo kommt der Zettel her? Wer bist du? Hi. 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 Oh wow, ich habe jetzt die Wahl, ob ich dieses Ding hier behalten möchte und gegen Geld eintauschen kann, oder ich kann es wegschmeißen. Ich würde $500 bekommen, wenn ich es behalte, also. Und ich habe gehört, ich muss neuen Schinken einkaufen für die Pizza, also. Ich mach mal weiter. War das die falsche Entscheidung, Leute? Aber ich habe einen Elektroschock gehabt. Das heißt, wenn der hier dumm macht, dann wird er geschockt. Werden jetzt wieder diese blöden Sounds abgespielt, oder was? Oh nein. Bei diesen Geräuschen wird ja jeder verrückt. Also er hat sich nicht bewegt. Also er bewegt sich nicht, also mache ich nein, oder? Ah, oh, er bewegt sich! Mach ja, mach ja! Ah, Elektroschock! So ist's richtig, Mann. Weg mit dir. Oh, nein, ich wollte nicht nochmal drücken. Ich wollte nicht nochmal drücken. Hä? Er drückt die ganze Zeit! Er drückt die ganze Zeit, Leute! War das jetzt ein Schocker oder waren das schon drei? Ich darf nur dreimal, haben die gesagt. Habe ich jetzt all meine Schocker aufgebraucht? Ich bin sowas von tot. Das ist so ein Anstarr-Wettbewerb. Wer am längsten starren kann, ohne zu blinzeln. Darauf kommt's hier an. Okay, das sind die ersten Ergebnisse. Wir haben 27 neue Leute in unserer Pizzeria und haben über $300 eingenommen. So muss das sein. Naja, Leute, das war's für die erste Folge von diesem Game. Mal gucken, was dieses Spiel noch so auf Lager hat. Ich find's bis jetzt ziemlich interessant. Ist jetzt nicht das gruseligste FNAF-Spiel, das ich je gespielt habe. Ich glaube, es sollte auch gar kein richtiges, hundertprozentiges Horrorspiel sein, sondern halt vor allem unterhalten. Und das tut's auf jeden Fall. Links ist die letzte Folge Scary Sunday, rechts mein neuestes Video. Und in der Mitte könnt ihr abonnieren. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.